So, weiter geht's heute mit dem Qualifikationstraining hier aus Frankreich. Auf geht's, liebe Leute. Wir wollen das Team hier natürlich wieder noch ein bisschen dahin bringen, wo es hingehört. Platz 1 ist momentan uns ein bisschen verpönt noch, aber mal gucken, was das Qualifying bringt. Bisher war Platz 3 in Kanada unser bestes Ergebnis. Ja. There's a few cars out on track. Perhaps we should get out there before it gets busy. Nope. Naja, mal gucken. Gehen wir mal raus auf die Strecke. Ready? Let's go. Auf geht's. Wir wollen unsere erste Pole, oder ich möchte gerne meine erste Pole der Saison haben. Bis jetzt war es Platz 3 in Kanada. Und mal schauen, bisher war es hier in den Ergebnissen nicht so gut. Ganz gemischt, eher. Platz 2, Platz 14 und Platz 2 waren die Ergebnisse bisher im freien Training gewesen in Kanada, und jetzt wollen wir es hoffentlich mit der Pole richten. Hätte ich auch nicht gedacht. Wie gesagt, wir waren eigentlich bis, ja, als ich Baku chancenlos, was das, was die Ergebnisse betrifft, aber jetzt schauen wir, unbedingt den Sprung gefunden zu haben mit dem Auto. Und dann schauen wir mal, was die neue Saison bringt. Beziehungsweise die eigentlich zweite Saisonhälfte, weil das nächste Rennen ist ja quasi dann halbzeit, nächste Woche geht es nach Österreich. Und dann kommt mit Großbritannien das nächste Rennen. Ja, mal gucken. So, jetzt geht's in die letzten finalen Kurven. Wir wollen natürlich hier nochmal zeigen, was wir können. So, einige Autos sind auf der Strecke, Viertelstunde haben wir noch. Nicolas Latifi als 34,4 und Johann hat sie als 33, und der haut nochmal 1,4 Sekunden drauf, der Alpha. Ja, ich hätte gerne Mick Schumacher auf jeden Fall im Team
Das wäre dann mal ein ordentlicher Push nach vorne. So, jetzt nochmal. Bestzeit. Wow. Den habe ich nicht, da habe ich nicht drauf geachtet. Albon. Habe ich nicht, ja, jetzt müsste er sich. Ich nehme mal gerade ein bisschen den Abstand raus. Ja, ein bisschen Geschwindigkeit raus, um Abstand aufzubauen. Der nächste ist ein Haas jetzt hinter uns, oder? Auf der Farbe dürfte das ein Haas sein. Das ist Magnussen jedenfalls. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon auf der schönen Runde ist oder in der Box. Oh, Sprit ist alle. Oh, ich hab's ab, mal 31,7,600 Zuschauer als hier. Da müssen wir nochmal einen Schritt machen, gleich im zweiten Häppchen. Leclerc. So. Ja, es ist halt ein ordentlicher Schritt. 10 Minuten haben wir noch, also haben wir ein paar Minuten Luft. Was haben wir denn da? Albon, auch nochmal eine Zeit für einen Red Bull Start. In the speed trap, 331.6 kilometers per hour. Ja, Sechser. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was verloren da vorne.
If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Hey, wir müssen auf jeden Fall nochmal strecken. So, dann versuchen wir es nochmal einen Schritt zu machen. Wir wollen natürlich die Pole, unsere erste. Der Platz 7 ist natürlich nicht unbedingt das, was wir erhofft haben. Sind immerhin anderthalb Sekunden, also ist ein ordentlicher Schub nach vorne, den wir noch holen müssen. Auf geht's. We've only got two laps of fuel left. Wir müssen fahren als 30,8, wenn ich es richtig gesehen habe. Die Konkurrenz haben wir nicht, wird, dann würden wir wahrscheinlich nicht spoilern. Aber gucken, was drin ist.
haben mega Zeitverlust gerade. Wenn nicht gut durch die Kurven durchgekommen sind. Kriegen sie nicht hin. Ich meine, es wird jetzt immer noch nicht die Schub nach vorne gehen, was Platzierung betrifft. Aber es wird nicht reichen, um für unsere erste Pole der Saison. Es wird dann am Ende Platz 5. Ich versuche nochmal Zeit zu setzen. Aber es wird nicht reichen. Ich habe nämlich gerade auf den Sprit geguckt. Der ist nämlich was durch. Damit war es das. Damit war es das, liebe Leute. Paul ist weg. Das war's. Gut, dass die Kurve jetzt abgekürzt ist, ist mir herzlich egal. Ich muss aufpassen, dass ich keine Zeitstrafe kriege am Ende. Oder keine Platzierungsstrafe kriege. Just 30 seconds left in the session. Naja, ist okay. Platz 5, müssen wir mit leben. Die Verstappen konnte ich mir knacken mit der Runde, aber die zweite Runde hat nochmal einen ordentlichen Schub nach vorne gegeben. Naja. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Sebastian Vettel. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Und weil der Albon nicht vorbeifahren wollte, kriegt er nämlich auch eine Plus 5 hinterher. Und wir stehen am Ende auf 6, was Verstappen nochmal seine Zeit verbessert hat. Ja. Also 33, da wären wir gewesen auf 5, hätten wir landen können. Ich glaube, ja, vielleicht wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Aber na gut, die Pole war weg. Muss man so halt leben mit. Mal schauen, was das Rennen bringt morgen. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Was ist das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos? Ja, natürlich. Derzeit wird viel über dieses Team geredet. Was denken Sie darüber? Klasse, das war dann alles. Ja, und damit sind wir durch.
Und mit dem Rennen, das werden wir es hoffentlich sehen. Jetzt könnte auch ein Krankenwagen hier durch. Ich denke, das wird man hören. Passiert. Was ist da los? Ja, liebe Leute, mit dem Qualifying Platz 7, also Platz 6 ist es am Ende. Aber versuchen wir nochmal. Mal schauen, was in Frankreich halt im Rennen drin ist, wie gesagt, nochmal. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Das schauen wir uns an. Das Rennen schauen wir uns an, Morgan. Bis dahin, tschüss.